Ich habe eine kranke Idee. Da, was? Ich gehe mit zwei großen Kriegsschiffen zu Victor Leroy handeln. Alter! Trollo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 l. Also, geht nicht auf das? Ich war bloß gerade kurz unten und mich um die Katze kümmern. Ihr geht's gut. Sie frisst jetzt unten fröhlich. Wen es interessiert. Mich interessiert es. Alter, das ist so unsinnig. Hier ist jetzt eine der Konfiserien mit 37% Produktivität. Und das im Lager sind 60 Tonnen Kakao und 60 Tonnen Honig. Hm. Und das holt das Teil auch ab. Es hat sogar eine Tonne Honig und 2 Tonnen Kakao im Lager. Also bei sich im Lager. Jetzt hat es den Honig aufgefüllt und... Wait, stopp, der Kopf doch Tabak. Dreh wieder um, Kriegsschiff. Wir sind bereit. Ist gerade da. Wo ist das andere? Ist das hier unten? Nee. Da. Also die Handelsroute müsste eigentlich funktionieren. Dann lasse ich jetzt mal ein paar Bürger aufsteigen zu Kaufleuten. Die kann ich ganz gut gebrauchen. Hast du überhaupt schon mich? Nee, ich lasse die ja deswegen eben aufsteigen zu Kaufleuten. Und deshalb sage ich auch, die könnte ich ganz gut gebrauchen. Boah, mir wird voll schwindelig. Warum? Wegzoomen, ranzoomen, wegzoomen, ranzoomen, wegzoomen, ranzoomen. Das ist ganz schnell bei deiner Stadt. Und wie machst du das ganz schnell ranzoomen? Bei mir geht das ziemlich langsam, das rein und rauszoomen. Ein McCrane handelt nicht mit jedem. Eine Maus hat aber ganz schnell einen Tipp. Warte. Gegen ein Tribut von 700 Goldmünzen ist Randolph McCrane bereit, mit ihnen einen Handelsvertrag zu schließen. Nope. Du lässt dir echt was entgehen. Apropos, wie viel Geld hast du? Warte kurz, ich muss mal kurz gucken, wie stehe ich. Ich bin sehr an Verhandlungen interessiert. Also, ich habe gerade 25.807 Goldmünzen. Wow, ich habe 2.300. Wie ist deine Bilanz? 213 plus gerade. Gut. Nun werdet ihr bald genug erwirtschaftet haben, um euch für unser Vertrauen in euch... Motherfucker! Ihr seid auf dem allerbesten Weg. Na bitte, du hast es geschafft. Du hast da wirklich schöne Sachen in deinen Lagern. Na prima. Jetzt hat er mir auch einen Handelsvertrag ohne Tribut angeboten. Den habe ich hingegen mal angenommen. Oh mein Gott. Moritz, ich so einen kleinen, mein großes Kriegsschiff ist gerade unterwegs, knapp unter der Insel des freien Händlers. Guck dir mal an, wie lahm das ist. Alter, fährt das überhaupt? Schleich. Hat den Schleichmodus aktiviert. Schleichfahrt aktiviert. Wir können los. Schleichfahrt aktiviert. Jawohl, er kann heute. Tauchen, tauchen. Mein Gott, warum geht mein Schiff unter? Tauchen, tauchen. Hörst du so eine kleine Stimme? Tauchen, 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 tauchen. Nein, nein, nein. Du bist kein U-Boot. Blub. Tauchen. Sehr dafür. Also ich habe insgesamt 6 große Kriegsschiffe im Moment. Gratulation. Ich habe vor, vielleicht noch 1 bis 2 weitere zu bauen, dann... Wie viele Kaufleute hast du eigentlich in deiner Siedlung? Muss ich auf meinen Marktplatz gucken. 1740. Dann stelle ich jetzt mal meine Bürger wieder auf hellgrün. Sorrigerweise muss ich euch leider auf gelb stellen, Leute, ich brauche das Geld. Trollen! Was denn? Was denn? Also ich verdiene jetzt ein knappes Plus von 998. Bei mir stehen sie jetzt alle auf hellgrün und ich verdiene bald 1000 Goldmünzen. Hast du eine Flotte? Hast du Truppen? Nein, weil ich sie auch gerade überhaupt nicht brauche. Ich denke, du willst im Krieg mit dem ziehen. Ich mache die ganze Zeit Kriegsvorbereitung. Werde ich auch tun, aber jetzt werde ich erstmal... zum Beispiel Forschungen betreiben oder so. Ein Kommandant unterstützt den Aufbau ihres Militärs. Ich könnte bei dieser Sache eine helfende Hand gut gebrauchen. Was willst du denn? Heben Sie den Schatz. Oh mein Gott, da ganz unten willst du den Auftrag machen? Der bringt dir Kohle, ganz viel. Alter, weißt du? Was denn? Der gibt mir Geld, während seine eigene Siedlung gerade wieder vor die Hosen und die Hunde gehen ist. Der McCrane? Mhm.
im Grunde müssen wir nur warten, bis seine ganze Wirtschaft zusammenkracht und kollabiert. Also deine Eltern lassen dir echt keine Ruhe. So, was hat das denn jetzt mit dem Kaufmannsgebäuden auf sich? Pferdebrunnen. Mein Pferdebrunnen. Feste. Ich muss esse gehen. Der muss esse gehen. Oh mein Gott. Kann das noch 5 Minuten warten, dann ist die Folge zu Ende. Nein, kann ich 5 Minuten warten, dann kriege ich das wieder. Dann speicher mal schnell. Dann will ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bevor mein Vater wieder auf die tolle Idee kommt, einfach das Internetkabel mit mir rauszuziehen.